Sonja tut viel, um fit und gesund zu bleiben. Regelmäßig Sport und sich gesund ernähren, für sie eine Selbstverständlichkeit. Aber geht da nicht noch mehr, um das Immunsystem gezielt zu unterstützen? Kann man es vielleicht sogar trainieren? Antworten haben eine Ernährungswissenschaftlerin und ein Sportwissenschaftler für Sie, beide von der Uni Gießen. Sonjas erste Frage dreht sich um Bewegung. In meinem Job sitze ich eigentlich den ganzen Tag. Wenn ich dann abends noch eine Runde Sport mache, bringt das was für mein Immunsystem? Am Institut für Sportwissenschaft in Gießen beschäftigt sich Carsten Krüger mit dieser Frage. Jede sportliche Aktivität ist letzten Endes auch ein Stimulus für unser Immunsystem. Das heißt, um unser Immunsystem zu aktivieren, wenn wir jetzt in die Wissenschaft reingehen und können uns tatsächlich dann das Immunsystem, die Immunzellen direkt anschauen, dann können wir eigentlich auch auf funktioneller Ebene sehen, dass die Immunzellen von sportlichen Menschen besser funktionieren. Das heißt, sie sind mobiler, sie sind effektiver gegen Krankheitserreger. Und das scheint so ein bisschen die zelluläre oder die physiologische Grundlage dafür zu sein, dass wir dann auch seltener krank werden. Sport pusht also unser Immunsystem. Top. Aber was genau passiert da? Bewegung bringt die Durchblutung in Gang. So werden Nährstoffe und Sauerstoff besser durch die Blutbahnen transportiert. Die Immunzellen profitieren davon. Sie teilen sich schneller und gehen gut versorgt, auch aktiver, auf die Suche nach feindlichen Erregern im Körper. Nach dem Joggen am Abend fühlt Sonja sich gut ausgelastet. Aber gibt's Sportarten, die besonders gut sind für das Immunsystem? Nee, fürs Immunsystem ist es jetzt gar nicht so entscheidend, welche ganz konkrete Sportart ich mache, sondern da ist wichtiger, ich treibe mein kardiopulmonales System an, das Herz-Kreislauf-System, weil damit auch Immunzellen mobilisiert werden und stimuliert werden. Und ob ich das beim Fußball mache, beim Joggen oder beim Schwimmen, ist dann eher nebensächlich. Das Entscheidende ist eher, ich sollte das regelmäßig machen, weil damit einfach auch immer ein Reiz gesetzt wird, diese Immunzellen in eine Art Aktivität zu versetzen und sie eben auch lebenslang dann in einem besseren Zustand zu halten. Übrigens, Sport stärkt das Immunsystem auf alle Fälle. Egal, ob man richtig ins Schwitzen gerät oder es eher langsam angeht. Um Krankheiten zu verhindern, gibt es bei den Abwehrzellen des Körpers eine schlaue Arbeitsteilung. Das angeborene Immunsystem reagiert pauschal auf alle unbekannten Erreger. Es ist sozusagen unser Basisschutz. Zusätzlich bilden sich im Laufe des Lebens spezialisierte Abwehrzellen. Als Teil des sogenannten erworbenen Immunsystems können sie bestimmte Krankheitserreger jederzeit wiedererkennen und ausschalten. Das Schutzpaket Plus. Sonja will ihre Immunkraft auch mit gesunden Nahrungsmitteln unterstützen. Aber sind Vitamine, Ballaststoffe, Spurenelemente wirklich ein Immunbooster? Wie wichtig ist denn eigentlich Ernährung für das Immunsystem? Die Ernährung ist sehr wichtig für das Immunsystem. Wir brauchen die verschiedenen Nährstoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen, damit unser Immunsystem gut funktionieren kann. Und ganz besonders wichtig ist auch die ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Das heißt also, dass wir ausreichend trinken und davon hauptsächlich Wasser in der Regel oder eben ungesüßte Kräutertees. Das ist deshalb wichtig, weil das Immunsystem ein flüssiges Organ ist. Das heißt, die Zellen sind ja in unserem Blut und werden über das Blut an die entsprechenden Stellen transportiert, wo sie benötigt werden. Mindestens 1,5 Liter Wasser pro Tag sind angesagt. Dazu Gemüse und Obst, aber auch Milchprodukte, Vollkorngetreide, wenig Fleisch und hochwertige Fette. Eine ausgewogene Zusammenstellung für das Immunsystem und unseren ganzen Körper. Welche Lebensmittel sollte ich denn auf jeden Fall zu mir nehmen, damit mein Immunsystem gestärkt wird? Es gibt ein paar Nährstoffe, Mikronährstoffe, also Vitamine und Spurenelemente, die uns insbesondere im Rahmen der Immunfunktion unterstützen. Eines dieser Vitamine ist Vitamin C, was wahrscheinlich auch weithin bekannt ist. Vitamin C finden wir vor allen Dingen in Zitrusfrüchten, aber beispielsweise auch in Kohlgemüse oder auch in Paprika. Vitamin C stärkt die Immunzellen und kann auch freie Radikale abfangen. Die entstehen zum Beispiel, wenn Immunzellen arbeiten. Fehlt Vitamin C, schwächt das die Zellen und das gesamte Abwehrsystem. Auch wichtig ist das Zink, ein Spurenelement, was wir vor allen Dingen in Vollkornprodukten finden, wie Vollkornbrot, aber auch in Hülsenfrüchten. Zink brauchen Immun- und Abwehrzellen,
damit sie sich schnell teilen und so Infektionen effektiv abwehren können. In Hülsenfrüchten wie zum Beispiel Soja oder Bohnen, aber auch in Paranüssen steckt noch ein anderer unverzichtbarer Stoff, das Spurenelement Selen. Auch Selen unterstützt die Neubildung von Immunzellen. Und es bindet wie Vitamin C aggressive freie Radikale und macht sie unschädlich. Aber was, wenn die Ernährung mal nicht so ausgewogen ist? Wie bei Naschkatze Sonja. Also Süßes esse ich schon wirklich sehr, sehr gerne. Und Salzen tue ich auch relativ viel. Aber das schadet dem Immunsystem doch eigentlich nicht, oder? Also generell brauchen wir natürlich eine gewisse Menge an Salz und Zucker, wobei man aber sagen muss, dass wenn wir zu viel Zucker zuführen, was eben bedeutet, dass wir zu viel Energie zuführen, dann kann das zu Erkrankungen führen, also beispielsweise Adipositas, was auch negative Wirkungen auf das Immunsystem dann haben kann. Und generell ist es so, dass sowohl Zucker als auch Salz die Funktion der Immunzellen beeinträchtigen kann, dass diese Immunzellen eben nicht mehr ausreichend gut funktionieren. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt deshalb maximal 50 Gramm Zucker und 6 Gramm Salz am Tag. Was darüber hinausgeht, belastet Gesundheit und Immunsystem. Aber Sonja verzichtet nicht gern. Sie hat eine andere Idee. Wenn ich mir gar nicht sicher bin, ob ich mich richtig ernähre, dann könnte ich eigentlich einfach Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Dann habe ich doch alles, was ich brauche, oder? Der Gedanke liegt nahe. Hunderte sogenannte Immunbooster versprechen ein starkes Immunsystem. Aber wie sinnvoll sind sie? Nahrungsergänzungsmittel sind nicht das Mittel der Wahl, um sich ausgewogen zu ernähren, sondern wir brauchen das komplexe Lebensmittel. Weil in diesen komplexen Lebensmitteln haben wir eben verschiedene Nährstoffe, die zusammen aufgenommen werden und die uns auch in diesem Zusammenspiel unterstützen können, auch im Rahmen der Immunfunktion. Selbstgemacht ist also eine gute Wahl. Ein Immunbooster steckt aber nur zum kleinsten Teil im Essen, Vitamin D. Das Besondere am Vitamin D ist, dass wir das selbst bilden können über unsere Haut durch die Sonneneinstrahlung. Das funktioniert aber nur in der Zeit von März bis Oktober. Und im Winter müsste man schauen, ob man gegebenenfalls mal seinen Status prüfen lässt. Und wenn dieser nicht ausreichend ist, dann entsprechend Vitamin D zuführt. Vitamin D stärkt die Schleimhäute, regt die Produktion von Abwehrstoffen an und aktiviert das gesamte Immunsystem. Und relaxen in der Sonne tut sowieso gut. Stress dagegen ist ein echter Immunkiller, oder? Ich habe schon oft Stress auf der Arbeit und bin dann auch ziemlich fertig. Wie wichtig ist es da für mein Immunsystem, dass ich mich entspanne? Tatsächlich haben Studien entdeckt, die Abwehrzellen scheinen sich während der Tiefschlafphasen zu vermehren und ihre Leistungsfähigkeit auszubauen. Ohne genügend Schlaf dagegen verlieren sie an Kraft. Ausreichend schlafen, ausgewogen essen und sich regelmäßig bewegen, das stärkt das Immunsystem. Genauso wichtig ist aber, dass unsere Abwehr im Training bleibt, durch den Kontakt mit anderen Menschen. So konfrontieren wir uns mit neuen Erregern. Und das Immunsystem lernt, sie zu erkennen und abzuwehren. Die Devise heißt also, mitten rein ins Geschehen. Nicht nur gut für die Laune, sondern auch für unsere Gesundheit.